herzlich guten Abend für diesen Highlight aktuell. Wir sind hier im Studio des luxemburgischen Fernsehens. Wenn Sie mehr über unsere Sendung erfahren wollen, nein, das war nicht gut. Das stimmt, das machen wir auch nochmal und zwar im Lauf der Sendung. Dann nämlich stellen wir Ihnen die Dame aus Luxemburg und ihre Sendung noch genauer vor. Guten Abend, ich begrüße Sie bei Zur Sache Europa. Man sagt ja im Allgemeinen, bei Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf, doch nicht so bei uns. Wir geben Ihnen nämlich Tipps fürs Leben. Zunächst einen tiefen Einblick in die Familiengeschichte derer vom Geld. Die handelnden Personen müssten Ihnen aus dem Scheinfach Ihres Portemonnaies bekannt sein. Doch über Ihre wahren Kümmernisse, was wissen Sie da schon? Hier eine Exklusivgeschichte von uns für Sie zu Hause. Die Pianistin Clara S. trauert. Die Trauer um ihren Erbonkel C.F. Gauss schlägt in Freude um. Der eben Verblichene hat als Mathematiker, Landvermesser, Astronom und Physiker ein großes Vermögen erworben und ganz allein ihr vermacht. Immerhin 1 Million deutsche Mark, die Erbschaftssteuer schon abgerechnet. Endlich Schluss mit dem Geklimper in Vorstadtkneipen. Jetzt soll nur noch das Geld arbeiten. Der Besuch bei einer deutschen Bank gibt Clara Klarheit. Mit einer 8%igen Verzinsung erarbeitet das Geld 4.833 Mark netto im Monat. Ganz ordentlich, aber nicht ausreichend. An den erhofften Erwerb einer Eigentumswohnung ist da nicht zu denken, zumal Freund Balthasar, ein Architekt und Baumeister in selbstgewähltem Ruhestand, trotz seines geringen Einkommens unterhalb der Steuergrenze, neben dem Hütchenspiel das aufwendige Hobby eines Geschützgießers pflegt. Da bliebe nicht viel, gäbe es nicht den Weg nach Luxemburg. Hier herrschen paradiesische Zustände für risikofreudige Zeitgenossen. Auch Clara und Balthasar wollen dem deutschen Finanzamt jenseits der Grenze ihre Zinseinkünfte verschweigen. Die Bank in Luxemburg bietet etwa gleich hohe Zinsen, also 4.833 Mark im Monat. Durch die Steuerflucht nach Luxemburg kommen noch 1.830 Mark zusätzlich in die private Kasse. Eine nach deutschem Recht strafbare Handlung. Die, sollte sie ruchbar werden, mit einem Bußgeld oder mit einer saftigen Geldstrafe geahndet wird. Die illegale Zusatzquelle macht aus der ehemals angemieteten Wohnküche den eigenen Salon. Balthasar kann die Geschütze nun auch elektronisch knallen lassen und Clara endlich die Musik von Schumann üben. Und wenn sie das leid ist, dann fängt sie an, selbst zu komponieren. Clara und Kuh haben also das große Geld in Luxemburg gemacht. Und wenn Sie ihnen nacheifern wollen, dann beachten Sie bitte die Tipps aus dem folgenden Film. Natürlich nur die legalen. Und noch eine Kleinigkeit. Das notwendige Bare, nämlich mindestens 100.000 Mark, das sollten Sie schon übrig haben. Er ist einer von denen, die dem deutschen Staat nicht mehr trauen, deshalb ihr Erspartes nach Luxemburg schaffen. Nach dem Feststand, dass die Zinsabschlagsteuer kommt, schwappte eine riesige Geldmenge ins Ländchen. Kaum ist er in seiner Steueroase angelangt, begeht er aus Sicht der Fahnder den ersten Fehler. Er parkt vor einer Bank. Hier lauern die Zollfahnder und notieren Autokennzeichen, heißt es in der Bankenszene, obwohl der deutsche Zoll das vehement bestreitet. Und der Sparer ist aber nicht der Einzige, der sein Geld nach Luxemburg gebracht hat. Schätzungsweise 36 Milliarden Mark erhielten dieses Jahr im Großherzogtum Asyl, spötteln die Luxemburger. Die, die hier Asyl gewähren, die 189 Banken im Land, errichten sich solche Paläste. Das Geschäft blüht, denn in Luxemburg erhalten deutsche Finanzbehörden keinerlei Auskünfte. Das Geheimnis als Kapital der Banken. Hoch im Kurs stehen derzeit Termineinlagen, aber auch Rentenpapiere und festverzinsliche Wertpapiere.
100.000 Mark müssen Sie aber bei fast allen Geldinstituten mitbringen, um überhaupt ein Konto eröffnen zu können. Kleinere Summen nehmen nur Banken mit Schaltergeschäft, wie die Banque Générale, die BIL, aber auch die Dresdner Bank. 60.000 Mark auf ein Konto einzahlen. Wenn Sie bitte nachzählen möchten. Vielen Dank. Die Banken raten ihren Kunden, keine Einzahlungsabschnitte mit nach Deutschland zu nehmen. Denn genau danach sucht der deutsche Zoll und nicht nach Bargeld. Die Institute bieten ihren Kunden deshalb Schließfächer an, in denen sie Kontoauszüge deponieren können. Bankiers geben den Tipp, bei Reisen nach Luxemburg nie mit Kreditkarte zu bezahlen. Die Abrechnungen könnten das Finanzamt auf die Fährte der sogenannten Steuerflüchtlinge locken. Jeden Tag werden an der Grenze noch ein bis zwei Deutsche mit Einzahlungsabschnitten geschnappt. Die Zollbeamten geben dann eine Kontrollmeldung ans Finanzamt. Banken empfehlen, nicht zu schreiben oder gar Geld aus Deutschland nach Luxemburg zu überweisen. Damit dieser Anruf bei seinem Geldberater nicht der letzte ist, scheut unser Sparer auch nicht den Weg zur Telefonzelle. Man weiß ja nie, wer mithört. Luxemburg soll Bankenfestung bleiben, obwohl bei einer Harmonisierung innerhalb der EG auch hier die Quellensteuer eingeführt werden könnte, unter einer Bedingung. Dass diese Harmonisierung im ganzen Raum der OECD gewährleistet werden muss. Denn durch die Globalisierung der Kapitalmärkte, wir leben ja, der europäische Markt ist ja nicht abgeschottet von den anderen Märkten und den anderen Finanzplätzen außerhalb der europäischen Gemeinschaft, muss man genau darauf achten, dass wir damit durch eine einseitige Harmonisierung nur im europäischen Raum nicht eine Kapitalflucht außerhalb des europäischen Raumes provozieren. Den Deutschen bleibt solange ein kleiner Trost. Das eingezahlte Bargeld wird in Luxemburg nur verbucht. Der größte Teil wird dann mit Geldtransportern zur Bundesbank nach Frankfurt gebracht. Damit hat der Wahnsinn Methode, das Geld kommt zurück, die Steuer bleibt aber auf der Strecke. Herr Professor Weidenfeld, wie sieht es denn aus mit einer Harmonisierung der Steuergesetze? Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass der Staat sich so hohe Einnahmen entgehen lässt, aber eine Harmonisierung innerhalb der EG ist nicht in Sicht. Das ist doch wohl so kurz vor 93 ein eher trauriges Bild. Nein, das Problem, das Sie ansprechen, handelt stärker mit dem besonderen Bankenprivileg Luxemburgs, nicht mit der Steuerharmonisierung. Die Steuerharmonisierung wird zum 1. Januar 93 in Kraft treten. Die EG setzt Margen fest, innerhalb derer sich die Steuer differieren darf. Wir liegen in der Bundesrepublik Deutschland so immer im Mittelfeld dieser Margen, sodass sich bei uns relativ wenig ändert. Die Mehrwertsteuer wird um einen Prozentpunkt angehoben. Und das ist es dann. Die Forschungsgruppe Europa hier an der Universität in Mainz befasst sich naturgemäß natürlich mit den Problemen in Europa. Ja. Wie sieht denn der Politikwissenschaftler die weiteren Aussichten für Europa, so in Wetterbildern ausgedrückt, eher trüber oder eher heiter? Also weder noch, sondern wir gehen davon aus, dass der Integrationsprozess sich fortsetzen wird. Außerordentlich kompliziert, außerordentlich schwierig, aber die europaweite Verflechtung ist so immens und wird so weiter fortgeführt werden, dass sie auch einen entsprechenden politischen Entscheidungsbedarf haben. Das bedeutet, es wird ein struktureller Druck geben zur weiteren Integration. Dies aber löst wieder neue Vorbehalte aus. Denn in unserer Diskussion hören Sie schon dieses Wort vom europäischen Zentralismus. Und da ist natürlich was dran. Wie ein Magnet zieht die europäische Integration weitere Materien an sich, lockt weitere Beitrittskandidaten an. Und in gewisser Hinsicht kann Europa in so eine Art Erfolgsfalle laufen. Durch den magnetischen Erfolg wird Europa so überfrachtet, dass es für die Lösung dieser Themen gar nicht mehr ausgestattet ist. Und diese Diskrepanz zwischen Problem auf der einen Seite, Aufgabe auf der einen Seite und begrenzter Lösungskompetenz auf der anderen Seite, das wird unser Dauerthema der nächsten Jahre sein. Vielen Dank für das Gespräch. Was wissen Sie von Raps und Soja? Wenn Sie Landwirt sind, dann ist natürlich die Sache klar und vielleicht verdienen Sie mit Raps auch gutes Geld. Aber als Nichtlandwirt, jetzt mal ehrlich, da kennen wir doch Raps nur, weil er im Frühjahr so schön blüht. Und Soja begegnet uns regelmäßig beim Chinesen auf der Speisekarte, nämlich als Sojasprosse.
Doch ansonsten spielen doch beide Früchte in unserem Alltag eine eher untergeordnete Rolle. Nicht zu fassen, dass die Ölsaaten, wie sie offiziell heißen, bis auf den heutigen Tag der Zankapfel bei den GATT-Verhandlungen sind. Weniger Getreide, mehr Raps. Ein Trend in der Landwirtschaft. In Rheinland-Pfalz hat sich die Anbaufläche in den letzten Jahren verzehnfacht. Aus gutem Grund. Für die Landwirte sprudelt auf ihrem Acker eine, wenn auch bescheidene, Ölquelle. Denn aus Raps lässt sich hochwertiges Speise- und Industrieöl erzeugen. Und damit die europäischen Bauern mit ihrem teuren Raps auf dem billigen Weltmarkt mithalten können, zahlt ihnen die EG einen Zuschuss. Doch damit nicht genug. Rapsgrün ist auch die Hoffnung vieler Bauern. Denn Wissenschaftler arbeiten zurzeit mit zündenden Ideen am Automotor der Zukunft. Und der läuft mit Rapsöl anstatt mit Diesel. Mit großem Testerfolg. Die Energieausbeute ist sogar höher und der wesentlichste Vorteil, dieser Treibstoff wächst nach. GATT, das sind die Verhandlungen über ein allgemeines Zoll- und Handelsabkommen zwischen den USA und der EG. Sie haben das Ziel, den Welthandel zu liberalisieren und die Zölle abzuschaffen. Aber die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Seit Wochen gibt es um GATT einen Riesenknatsch zwischen den USA und der EG, insbesondere um Frankreich. Dabei hängt vom Ausgang der Verhandlungen sehr viel für die Weltwirtschaft und insbesondere für die Landwirtschaft ab. Mit der Liste der Handelskriege der USA und der EG ließe sich ein netter Speisezettel zusammenstellen. Das Entree, hormonbehandeltes Rindfleisch, gefolgt von Spaghetti mit Dosentomaten und ganz frisch, der aktuelle Streit um Rapsöl und Sojafutter. Diese Ölsaaten, Hoffnungsträger für viele europäische Bauern, werden EG-subventioniert in großen Mengen auf den Weltmarkt geworfen. Zu viel, sagen die USA, denen dadurch Marktanteile verloren gehen. Sie fordern eine Mengenbegrenzung und schmieden Rachepläne. Strafzölle auf Exportwaren, hauptsächlich auf Wein. Nicht nur die begehrte Liebfrauenmilch bekäme dann für amerikanische Zecher einen säuerlichen Beigeschmack. Den dreifachen Preis nämlich. Die Folge wäre wohl ein gewaltiger Exportstau, der viele Weinerzeuger vor allem in Frankreich und in Rheinland-Pfalz ruinieren könnte. Herr Gerst, das darf doch wohl gar nicht wahr sein, dass Produkte, die keiner so richtig kennt, den Weltmarkt ins Wanken bringen. Spiegelt denn Soja und Raps tatsächlich die Handelsinteressen zwischen den USA und der EG wider? Ich halte es für unbegreiflich, dass wir mit so marginalen Differenzen jetzt wirklich ein Scheitern feststellen müssen. Und ich werfe der Bundesregierung vor, dass sie offenbar intern zu lange den Franzosen die Stange gehalten hat. Aber die GATT-Verhandlungen zeigen es, die Franzosen sind die Hardliner. Sie wollen sogar im Ernstfall Strafzölle gegenüber Produkten aus den USA erheben. Wir, speziell die Rheinland-Pfälzer, brauchen ein gutes Verhältnis zu den USA, aber genauso zu Frankreich. Wie sollen wir uns denn jetzt in diesem Konflikt verhalten? Die Europäische Gemeinschaft kann nur vernünftig arbeiten, wenn die Gesamtinteressen mit den einzelstaatlichen Interessen immer wieder abgeglichen und austariert werden. Wenn aber ein starker Staat, der den Kommissionspräsidenten stellt, sich im Vorfeld offensichtlich durchsetzt gegen die Interessen der anderen, dann stimmt etwas nicht in der EG. Und dann stimmt auch etwas nicht mit der Haltung der deutschen Bundesregierung. Hier müssen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren eine echte Kurskorrektur erwirken. Könnten Sie sich vorstellen, dass wir ausscheren und ein Sonderabkommen sozusagen mit den USA vereinbaren? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das die EG an den Rand der Existenzkrise bringen würde. Ich meine, die Europäische Gemeinschaft muss vor allen Dingen solche Interessenkonflikte künftig offener handhaben, damit Gelegenheit besteht, Einfluss zu nehmen. Sonst ist das eben keine demokratische Institution, wenn auf Kabinettsebene sich dann einzelne Nationalstaaten durchsetzen können und das lange keiner so richtig bemerkt. Die GATT-Verhandlungen zeigen es wieder ganz deutlich, die EG-Staaten sind untereinander zerstritten und das macht sie natürlich nach außen hin politisch schwach. Nutzen die USA das denn jetzt nicht einfach aus und greifen zu? Unabhängig von dem konkreten Scheitern der GATT-Verhandlungen halte ich Interessenkonflikte, die offen und ehrlich ausgetragen werden, für harmloser als Konflikte über den grundsätzlichen Kurs der EG. Also das gescheiterte Referendum in Dänemark ist problematischer
als die französische Haltung im GATT-Konflikt. Problematisch wird es erst dann, wenn die Europäische Gemeinschaft solche Einzelinteressen hinnimmt und sich sozusagen von einem einzelnen Mitgliedstaat an die Wand drücken lässt. Das darf nicht passieren. Normalerweise kommen Menschen aus ärmeren Ländern zu uns in der Hoffnung, hier ein besseres Leben führen zu können. Im Sport ist das nicht so. Viele von ihnen werden gezielt angeworben, aber beileibe nicht, um hier zu bleiben. Sie kommen, siegen und müssen wieder gehen. Für die Vereine sind sie preiswert, ruhmreich und weil sie eben kommen und gehen, natürlich auch pflegeleicht. Wie die Betroffenen sich dabei fühlen, das steht nicht zur Diskussion. So leisten sich auch Trier Erang und Mutterstadt Gewichtheber aus Bulgarien. Rumen Theodosiev und seine Frau, die ehemalige Weltklasse-Sportgymnastin Petja Theodosieva, kamen vor 2 Jahren zusammen mit ihrem Baby nach Deutschland. Nach dem Umbruch in Bulgarien wollte sich die kleine Sportlerfamilie im Westen eine neue Lebensperspektive aufbauen. Den Familienunterhalt verdient der Papa mit seinen starken Armen bei den Trierer Kühltalhebern. Außerhalb der Sporthalle darf der ehemalige Europameister allerdings nicht zupacken. Rumen besitzt lediglich ein Sportlervisum für die jeweils 4 Monate andauernde Wettkampfsaison und somit keine Arbeitserlaubnis. Mit ihrem neuen Star schafften die Moselaner auf Anhieb den Sprung von der 2. in die 1. Bundesliga. Dort trifft Rumen fast an jedem Wettkampftag auf einen anderen Kollegen der bulgarischen Nationalmannschaft, zum Beispiel Alexandro Varbanov. Der Weltklasseheber trainiert in seiner Heimat und wird lediglich für die Wettkämpfe eingeflogen. Nach dem Motto, hohe Punktzahl gegen harte D-Mark. Dass der Verein am Sportler selbst kaum Interesse hat, bekam Varbanov bei einem seiner ersten Wettkämpfe zu spüren. Obwohl der Bulgare sich eine schwere Oberschenkelverletzung zuzog, wurde er von den Verantwortlichen bedrängt, den Wettkampf mit einer schmerzstillenden Spritze fortzusetzen. Er sieht auf einmal, wie sein Gewicht, wie es draufgegangen ist. Man hat gesagt, nach 2 Versuchen hat er gesagt, er hat Schmerzen. Dann haben wir gesagt, was ist los mit einer Spritze? Der Spritz wollte er nicht, er wollte es erst so versuchen. Und das war natürlich ein Fehler. Aber wenn er sich gleich eine Spritze geben gelassen hätte, man hätte einen Versuch ausgefallen gelassen, dann hätte er bestimmt einmal gestoßen. Ne? Aber hin und her ist man ja immer schlauer. Ne? Rumen ist in dieser Hinsicht in Trier Erang besser aufgehoben. Während der 4 Monate langen Wettkampfsaison fühlt er sich immer gut aufgehoben in seiner Gewichtheberstaffel. Eingeflogene Stars passen ohnehin nicht zum ausgeprägten Kühltaler Mannschaftsgeist. Ich glaube, für den Athleten ist es sehr viel Stress, aber was soll ich davon halten? Wenn die das vereinbaren können mit sich selbst, dann sollen sie es machen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn die Leute dann halt eben bei dem Verein sind und trainieren mit den Leuten, wo sie ihre Mannschaftskämpfe bestreiten müssen. Außerhalb der Trainingshalle blieb allerdings alles beim Alten. Viel Langeweile, wenig Freunde, keine Arbeitserlaubnis und die Mama und ihre Tochter haben kaum Kontakt zur Außenwelt. Sie sind vor 2 Jahren mit sehr viel Hoffnung hierher nach Deutschland gekommen. Ja. Wie sehen Sie jetzt so die Situation hier? Die Situation bleibt immer so und dann, ich denke, ist besser nach Bulgarien für mich. Warum? Und dann eben meine Eltern, meine Freunde, die Freunde von meinem Kind. Mit ihrem Star Rumen Theodosiev können die Trierer auch in den nächsten Jahren rechnen. Der Bulgare will auf die harte Mark nicht verzichten. Sein Startkapital für einen Neubeginn in seiner Heimat. Denn den Traum von einem Leben in Deutschland hat die Familie Theodosiev längst ausgeträumt. Heilei Guklai, schau hier, schau dort. Eine Sendung aus Luxemburg für Luxemburger. Präsentiert von Sandy Lahure, die Dame, die Sie zu Beginn der Sendung schon so nett begrüßt hat. Vor einem Jahr startete diese Welt- und Magazinsendung und inzwischen ist sie der Hit. Nicht wie sonst üblich in Französisch, sondern in Luxemburgisch präsentiert sie, wie gesagt, jeden Tag Weltnachrichten und ein Magazin. Endlich hören die Luxemburger auch im Fernsehen ihre Alltagssprache und es scheint so, als fühlten sie sich auf diesem Kanal wie zu Hause. Ich bin
finde das nicht schlecht. Für die Luxemburger sind ja sehr viele Luxemburger, die nicht so richtig Deutsch verstehen. Oder ja, Deutsch okay, aber Französisch finde ich nicht schlecht. Ja, das ist eine gute Sendung. Ich sehe mir lieber deutsches Fernsehen an. Könnte kritischer sein. Ist gerade so gut wie ihr ZDF. Das geht ja auch für die Luxemburgisch Sprechenden in den Nachbarländern. Ne? Da gibt es ja Franzosen, die Luxemburgisch sprechen, Belgier, Neubelgier. Und Deutsche bis nach Bitburg hoch, versteht man das ja alles mit. Regional-TV mit Blick zum Nachbarn. So hatte sich das die Mannschaft des luxemburgischen Fernsehens auch vorgestellt, als ihr Programm vor einem Jahr auf Sendung ging. Von Anfang an dabei Carlo Weber. Zusammen mit 7 Kollegen kümmert er sich als Redakteur um das Gesicht des Programms. 30 Minuten Nachrichten, danach abwechselnd Magazine, Talkrunden, Sport und Kultur, rund eine Stunde Sendezeit täglich. Die kleine Truppe kommt da ganz schön ins Schwitzen. Improvisation ist dementsprechend Trumpf und ein Fernsehen der kleinen Wege. Ohne den bürokratischen Wasserkopf so mancher großer Sender. Salut Luc, wie ihr seid? Luxemburger Fernsehen, das bedeutet auch ein Stück nationale Identität. Lothringen hat ein eigenes Programm, das Saarland hat sein Programm, Länder wie Malta haben ein eigenes Programm. Warum sollte Luxemburg nicht auch ein luxemburgisches Programm haben? Drehtermin, unterwegs zu einer Schuleinweihung. Der sendereigene Wagen macht deutlich, unter welchem Dach die neue Nachrichtensendung untergekommen ist. Highlight aktuell, das ist ein Programm von RTL, aber anders als dessen französisches oder holländisches Programm, mitfinanziert vom Staat Luxemburg, der, ähnlich wie in Deutschland, auch hier die Zeit für Werbung begrenzt hat. Privatfernsehen mit öffentlich-rechtlicher Klammer also, ungewöhnlich in der europäischen Senderlandschaft. Auf das eigene Fernsehen sind die Luxemburger stolz. Endlich ein tägliches Programm in der eigenen Sprache. Die hatte es nie leicht. Von den Nachbarn als Mundart belächelt, ist die moselfränkische Umgangssprache mittlerweile allerdings schriftlich verbrieft und als Nationalsprache anerkannt, gleichberechtigt neben Französisch und Deutsch. Es ist wichtig, dass die Leute sich in dieser Sendung wiederfinden, dass diese Sendung in luxemburgischer Sprache stattfindet. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Knapp 4 Stunden bis zur Sendung. Während Carlo Weber seine Bilder von der Schuleinweihung bearbeitet, Sendevorbereitung im Studio. Das gefällt mir so richtig. Für Sandy Lahür, die sich mit einem männlichen Kollegen abwechselt, bedeutete der neue Job einen Sprung ins Wasser. Aber die Journalistin hat schnell schwimmen gelernt. Erfahrungen. Die Erbgroßerzogin, die ist ja Ausländerin und sie hat mir eben gesagt, dass ihr das sehr gut tut, dass sie dadurch Luxemburgisch lernen kann. Aber auch für uns ist es ein Training, weil am Anfang ist es auch nicht allzu leicht, Luxemburgisch zu reden. Man ist gewohnt, in deutscher oder französischer Sprache aufzuwachsen, in der Schule überall, und dann plötzlich steht man vor dem Luxemburgischen und muss sich auch damit zurechtfinden. Pünktlich um 19.30 Uhr geht Highlight aktuell auf Sendung, per Antenne in die Region und die Magazine einmal pro Woche auch per Satellit in die ganze Welt, für die im Ausland lebenden Luxemburger. Die israelische Armee zieht sich aus dem Südlibanon zurück. Der Yitzhak Rabin hofft, dass sich die Lage normalisiert. 13. November, guten Abend. So geht's jeden Abend los, mit einem Jingle, flott und professionell. Internationales, bunt gemischt mit regionalem. Klassesaal an ihrer Schulage weit auf. Carlo Weber. Rund 200 Millionen Franken hat Gemeng Beteburg in den letzten 5 Jahren an Schulen investiert. Der Chef ist zufrieden. Der Highlight war dabei, vor Ort und in der großen Welt, und kann sich verabschieden. Auf Luxemburgisch versteht sich. Thomas, geht also Journal dann nur benennen. Ich wünsche Eddie, bis in einer Woche ist, aber wünsche noch einen schönen Weekend. Seine Vorfahren stammen aus Schwaben. Er selbst ist in Ungarn geboren. Er kam mit dem Zirkus durch die ganze Welt, siedelte in die Niederlande über und heute verleiht er Zelte in alle Welt, die er in Italien produzieren lässt. Wenn das kein Europäer ist. Er heißt Joschka Lorck und porträtiert hat ihn Uwe Höpfner. Seit nunmehr 5 Jahren zieht der chinesische Nationalzirkus durch Europa. Und trotzdem, die Aufführung in Wien war etwas Besonderes. Zum ersten Mal präsentierten sich die Akrobaten in einem eigens für dieses Programm zugeschnittenen Zeltpalast. Der Realisator dieses Projekts, Joschka Lorck. Der Ungar lebt in Holland, hat ein Büro in Deutschland, lässt seine Zelte in Italien herstellen. Und hier auf dem Wiener Rathausplatz herrscht auch eine internationale Atmosphäre, wie wohl einst beim Turmbau zu Babel. Du warst?
Ja? Maintenant, tu ferais un autre câble ici à côté. Tu vois? Oh oui, c'est ça. Non, ici. Ici. C'est ça. Okay? Franzosen, Nordafrikaner, Holländer, Deutsche und Österreicher arbeiten beim Aufbau Hand in Hand. Seit seiner Kindheit atmet Joschka Lorck die Zirkusluft ein. Noch vor 15 Jahren als Artist, danach als Manager und Zeltverleiher. Kein anderer in Europa kennt all die kleinen und großen Adressen, die man braucht, um so ein Zelt auf die Holzmasten zu stellen. Fast 10 Firmen waren mit der Realisierung beschäftigt. Vom kleinen Zwei-Mann-Handwerksbetrieb bis hin zur computergesteuerten Zeltplanenfabrik. 10! Orfa! Hopp! 10! Orfa! Hopp! 10! 10! Mach mal davon! Nach 2 Tagen ist es endlich geschafft. Er steht, der Palast aus Holz, Metall und Kunststoff. Die Nachbildung eines alten italienischen Zirkuszeltes, nur viel größer und ausgerüstet mit modernster Technik. Im Inneren herrscht Theateratmosphäre. Die Sitzbänke und die Lehnen sind mit Samt bezogen, die Logen mit gedrechselten Holzsäulen verziert. Am Ende kostete das Zelt etwa 2 Millionen Mark, 2-mal so viel wie vorher veranschlagt. Die Arbeit eines Jahres ist nun fast abgeschlossen. Die Premiere ist das, da werde ich immer nervös. Ein echter Zirkusmensch. Ja, ich bin, vielleicht bin ich überhaupt kein Zirkusmensch mehr, aber das habe ich übergehalten in die Premiere. Da werde ich nervös, weißt du? Und wann ist die Premiere ist gewesen? Dann ist Ruhe. Dann ist der Job getan. Ja, dann ist geschieden. Die wohl einmaligen Darbietungen der chinesischen Akrobaten haben nun einen würdigen Rahmen aus Samt und Seide. Im Winter wird dieses Gesamtkunstwerk auch in Deutschland zu bewundern sein. Joschka Lorck arbeitet dann bereits in Italien an einem neuen Zeltprojekt. Zum Schluss noch ein Blick auf das Festival der 9. Kunst. Die Comics haben längst den Underground, sei es unter der Schulbank, sei es literarisch, verlassen. Die Klassiker wie Asterix und Obelix haben das ihre dazu beigetragen. Doch auch im Rhein-Main-Gebiet hat sich längst eine Comic-Szene gebildet. Und die war jetzt der Veranstalter der ersten Mainzer Comic-Tage. Special for you haben sie einen solchen für sie gezeichnet. Mit diesen Bildern möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden. Und übrigens, im nächsten Jahr kommt zur Sache Europa in einem neuen Kleid daher. Wir heißen dann Nabend Nachbarn und melden uns immer am Sonntag um 18 Uhr. Ich sage bis dahin Tschüss.